Ja, hallo meine Lieben. Heute mal spielen wir ein neues Spiel. Viele haben es schon von gehört oder auch nicht gehört, einige von euch, Dave the Diver. Ich habe es mir geholt für 17,99 €, glaube ich. Also recht günstig. Schönes Spiel für den Sommer jetzt. Und ich denke mal, wir testen es mal an, wie es ist, das Spiel. Und schauen wir mal, was der liebe Dave so macht im Wasser. Ich denke, der Typ ist Dave, der pummelige Kerl. Ja, wir trinken gerade ein bisschen, weiß ich nicht, Eistee, Cola. Ja, passiert jetzt noch was hier? Oder war das? War das? Das war das Spiel, Dave. The Diver. Bitte schon mit Abspann hier. Nein. Wir überspringen mal hier. Komm. Oh, Dave, du bist aber schnell hergekommen. Ah, hat ein extra Expressflugzeug gechartert. Naja, ich wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub, weißt du? Und wo ist das ganz tolle Sushi? Ja, genau. Hahaha, keine Eile. Sieh dich erst einmal um, okay. Schau dir mal diese riesige blaue Loch an, blaues Loch an, würde ich sagen. Na gut, sowas habt ihr noch nie gesehen, okay. Es sind hier groß. Jedes Mal, wenn man das riesige blaue Loch betritt, verändert sich sein Terrain und seine Ökologie. Und das ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Okay, hey, der Kobra dreht jetzt gerade hier durch. Was für eine Art von Geschäft. Ah, lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Der will mich durchführen? Oh Gott, also die Übersetzung scheint teilweise nicht so ganz in Ordnung zu sein. Okay, nur zu, geh hinein. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Na, ich auch nicht. So. Prolog, eine Sushi-Bar am blauen Loch. Okay. Okay, dieser Kobra, der süppelt gerade ein Bierchen, während ich gleich tauchen gehen soll. Oh Gott, hoffentlich geht das gut. Na gut. Waldspitz-Riffhai. Ui. So, wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Du bist noch in guter Form. Der Typ gefällt mir nicht. Der lacht mir zu sehr. Oder kommt vielleicht von seinem Alkohol. Okay. Okay, aber das war erst der Anfang. Beweg dich zum markierten Bereich. Mit linker Shift kannst du dich schneller bewegen. Aber denk dran, schnelle Bewegungen verbrauchen mehr Sauerstoff. Okay. Na da. So geht's schnell, so ganz locker, flockig. So. Gut, dann Fähigkeiten sind noch die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. Wenn der jetzt wieder lacht, dann hat er echt eine Birne.
Im Notfall könntest du dein Tauchermesser einsetzen. Setz ihn einmal gegen kleine Fische ein. Du kannst ihn per linke Maustaste benutzen, okay? Schnell und sauber. Was habe ich denn jetzt gemacht? Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Warum sagst du mir nicht, dass ich gleich eine Harpune habe, ne? Die Harpune? Naja, ich habe sie lange Zeit nicht mehr einsetzen müssen. Wie war das noch gleich? Erst zielen und dann? Du brauchst wohl wieder eine Auffrischung. Setz deine Harpune ein, um sagen wir, drei Fische zu fangen. Okay, ziele mit der rechten Maustaste und schieße mit links. Versuch's nun selber. Okay, Moment. Ah! So geht das. Oh, cool. Also, ganz ehrlich. Du wirst in Kürze wieder den Bogen raus haben. Da bin ich mir sicher. Ja, ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir bestimmt hin. Okay, komm fürs Erste ins Boot zurück. Nein, ich will noch tauchen. Na gut. Ich darf nicht tauchen. Okay. Okay, jetzt wo du dich wieder eingearbeitet hast, können wir ja zum Geschäftlichen kommen. Okay. Lass mich raten, ich soll für dich die Fische fangen. Dave, du liebst doch Sushi, oder? Na klar, wenn du liebst. Klar doch. Klar, das weiche Fischfleisch mit dem saftigen Reis. Oh mein, Sushi ist lecker. Dann hör mir gut zu. Ein Freund von mir war früher ein Sushi-Koch, hat aber sein Geschäft für eine Weile aufgegeben. Er hat ein loses Mundwerk und ist ein etwas schwieriger Typ. Aber sein Talent ist unübertroffen. Nun habe ich mit ihm ein Restaurant eröffnet, um ganz speziellen Sushi zu verkaufen, und zwar direkt hier. Unser Sushi ist aus frischem Fisch gemacht, der direkt im blauen Loch gefangen wird, wo sich Fische aus aller Welt tummeln. Was meinst du, ist das nicht die beste Idee für ein Sushi-Restaurant überhaupt? Naja, die Idee ist nicht schlecht. Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Haha, genau, bestimmt. Also, willst du bei den spannenden Abend dabei sein? Was meinst du? Naja, also ich esse gern, aber ich habe keine Ahnung vom Kochen. Ach, keine Sorge, das Restaurant ist schon startklar. Du brauchst uns zu tauchen und die Zutaten zu beschaffen. Das klingt doch gut, oder? Ja, komm. Er hat mich ja angerufen, wer aller Hilfe braucht, komm. Ich kann also so viel Sushi essen, wie ich möchte? Na ja, sicher. Aber du musst natürlich bezahlen. Ah, irgendwo war doch der Haken. Kannst kaum erwarten, es mir anzuschauen. Das Sushi-Restaurant am blauen Loch. Eigentlich war für heute die Eröffnung geplant, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind. Reden wir im Restaurant weiter. Okay. Okay. Hey Bancho, sind wir bereit, das Restaurant zu öffnen? Wie du siehst, ja, perfektes Timing. Oh, es ist schon fertig? Du? Ah, du bist der Fischer, von dem Kobra geredet hat. Naja, ich bin eigentlich eher ein Taucher, also ein Fisch, als ein Fischer. Oh, ich sehe sauer jetzt aus. Ach so, also gut, es ist nett, dich kennenzulernen. Ich bin Bancho. Du magst also auch Sushi, ja? Aber sicher, Thunfisch, Aal, Seeigel. Oh Mann, schon daran zu denken, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Naja, warum nicht? Fisch ist gesund. Du bist so mittelmäßig, wie ich dachte. Sushi ist eine Amalgam aus der Seele des Meeres und der Seele des Landes. Es symbolisiert Mutter Natur höchst selbst. Die meisten Menschen kennen nur die gewöhnlichen Fischarten, so wie du. Ein Leben und die seltenen Fischarten gekostet zu haben, ist kein Leben. Es ist meine Berufung, alle Geschmacksrichtungen von Mutter Natur möglichst vielen Menschen zugute. Oh.
Oh oh, ein Erdbeben? Ja, das Sushi-Restaurant sieht gut aus. Oh nein, unser Inhalt ist total durcheinander geraten. Tja, ich glaube, wir müssen unsere Öffnung verschieben. Ja, weißt du was? Ich habe mein gesamtes Vermögen in dieses Restaurant investiert. Jetzt werden wir die gesamten Reparaturkosten durch Einnahmen ausgleichen müssen. Ja klar, und das in diesem Zustand? Ja klar, am Ende zählt in einem Restaurant noch immer der Geschmack. Erst brauchen wir Zutaten. Hast du irgendetwas mitgebracht? Ah, ich habe... Ja, ein bisschen habe ich ja vorhin gefangen, ne? Nur drei Fische? Das wird nicht reichen, um genügend Gäste zu bewirten. Bitte fang erst 7 weitere Fische. Ach ja, und? Das Restaurant wird immer nur abends geöffnet haben. Okay, muss ich bemerken. Entgegen uns da nicht viele Einnahmen? Du meinst, wir sollen Gäste reinlassen, ohne uns vorher entsprechend vorbereitet zu haben? Nur um ein bisschen mehr Geld zu scheffeln? Oh, jetzt kommt der Koch wieder. Ist die Pflicht eines Koches, das bestmögliche Essen stets mit kriebischer Präzision zuzubereiten. So ein Krieger sein Schwert an einem Wettstein schärft. Während des Tages benötigt Zutaten. Bester Qualität. Ah, okay. Machen wir. Manchu scheint sehr leidenschaftlich zu sein, was seine Arbeit betrifft. Er vermeidet es, über persönliche Dinge zu reden. Aber über Sushi spricht er den ganzen Abend. So voller Schwung habe ich Manchu seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Es tut gut, ihn so zu erleben. Was für ein Vorfall? Ups, nein, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Zutaten. Also fang bitte noch 7 Fische. Okay, 7 Fische. Kriegen wir hin. Wow, ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht gleich von so einem Hai gefressen werde. Ich bin ja ein pummeliger Kerl, aber nicht, dass ein Hai denkt, ich bin sein Mittagessen. Was ist denn C? Achso. Kommen die Fische eigentlich zu mir oder nicht? Ja. So. Ist hier auch ein großer Fisch? Warum brauchen wir einen großen Fisch? Na, wir tauchen mal tiefer. Oh, da. Guck mal euch da unten. Meinen Sauerstoff achten. Ja. Komm her. Oh. Ui. Muss ich ja echt aufpassen, ganz ehrlich, Leute. Oh, muss ich da so schnell drücken oder was? Oh. Okay. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Fisch hier? Ja, an den komme ich nicht dran, schade. Oh, was ist das denn? Ja, ich weiß. Hä? Spielzeughammer? Okay. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen höher wieder.
Oh Mann. Oh, wie. Mal. Mach ich jetzt mal ganz schnell drücken hier gleich. Also das muss ich noch mal üben, glaube ich. Aha. Oh, ich glaube, das war ein bisschen laut, glaube ich. Entschuldigung für die Lautstärke. Also das hätten wir besser. Was ist das denn hier? Eine Fluchtkapsel? Okay. Was habe ich da jetzt? Ein Schockschlagstock? Oh, was sind das denn für schwarze Fische hier? Oh, die kenne ich gar nicht hier. Was bist du denn für einer? Oh. Verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zu deinem Boot entkommen zu können. Prüfe zuerst deine Nummer, das Rufen etwas in Zeitanspruch nimmt, okay? Boah. Einmal zum Boot, genau. Einmal zum Boot. So, Zeit, Tiefe, größter Fisch. Okay, Fische. Ja. Kurkuma kochen sehen, okay. Ah, noch ein paar Fische mal wieder. Also ganz ehrlich, das macht irgendwie Spaß. Ganz ehrlich. Das ist echt schön, das Spiel. Entschuldigung. Das macht aber trotzdem Spaß hier. Das macht irgendwie echt Laune hier. Da, ein Stück Holz. Oh Mann, die. Das ist ein bisschen doof gemacht hier. Oh. Ja, ich weiß, kritische Tiefe. Ja. Sojasauce. Ich kann also noch nicht sehr tief tauchen. Wieder geht die Luft zu Ende. So, haben wir es jetzt geschafft? Ich habe einiges gefangen. Ja, guck mal, habe ich. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen.
Der macht mir Angst. Du meine Güte. So spät haben wir schon? Oh ja. Wir müssen uns beeilen und alles vorhandene vorbereiten. Geht doch bitte schon zur Sushi-Bar. Sushi-Zutaten vorbereiten. Ja, super. Tiefe 42 Meter war die beste. Gefunden 2. Gefangen 4. Okay. Schließe den Tag ab, bereiter als bei Banjo. Übrigens kannst du nur 2-mal pro Tag tauchen. Oh, einmal morgens und einmal abends. Ja, danke, dass du mir das nicht gesagt hast. Besorg die Zutaten immer vor der Abendessenzeit. Ja. Banjo, wie läuft es denn mit den Vorbereitungen? Wir sind praktisch fertig. Ah, das ist gut. Also auf einen erfolgreichen Abend. Und wo willst du jetzt hin, mein Lieber? Hat Kroba es dir nicht gesagt? Aber jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. What? Was? Aber ich verstehe nicht. Kroba hat zu mir gesagt, dass mir jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Servieren helfen würde. Ich müsste nur kochen, meinte er. Moment mal, ich habe doch jetzt die Zutaten besorgt und ich soll jetzt abends noch kellnern? Na super. Und wer sonst außer du könntest damit gemeint gewesen sein? Ja. Moment mal, aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Bald werden die ersten Gäste hier sein. Okay, ich werde dir einen Crashkurs geben, also pass gut auf. Na super. Was? Öffne die unten stehenden Zutaten. Okay. Hier kannst du nachsehen, wie viele Fische, Feldfrüchte, Soßen und andere Materialien du hast. Okay. Daher, das habe ich fürs Erste. Komm später noch einmal für mehr Informationen vorbei. Okay. Um Gottes Willen. Wenn man Gerichte zur Speisekarte. Oh. Neue Rezepte müssen der Speisekarte hinzugefügt werden, bevor sie Gäste serviert werden können. Für den Fisch, den du für den gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Füge es der Speisekarte hinzu. Menü hinzufügen. Sägebarsch. Okay. Menü hinzufügen. Rezepte. Okay. Das war wohl nicht so schwer, naja. Zutaten auf Auto kochen oder zu stellen. Nur Gerichte, die auf der Speise stehen, können verkauft werden. Ja. Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du Gericht auf der Speisekarte austauschen und die vielen Zutaten beschaffen. Du kannst auch das Aroma der Gerichte veredeln. Wenn du genügend Zutaten hast, probier es einmal aus. Benutze jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, um die Speisekarte so lange wie möglich zu machen. Okay. Roter Feuerfisch. Rotzahn. Okay. Basis. Grüner Tee. Was? Boah. Veredeln. Okay. Oh ja, guck mal, ganz ruhig. Wie lange willst du darüber und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse Grüntee. Ich bin durstig. Hast du schon einmal Grüntee eingeschenkt? Nein, nur Limonade und so. Dann erkläre ich dir, wie man das macht. Geh erst rüber zur Cobra. Oh Gott. Okay. Gieße Cobra Grüntee ein. Manchmal bestellen Gäste Getränke, um genau die richtige Menge grünen Tee aufzugießen. Oh Gott. Naja, neu starten, ja. Oh, Leute. Neuer Inhalt, grüner Tee. Gäste, die grünen Tee der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr. Okay. Haha, wie erwartet, ist Banjos grüner Tee was ganz Besonderes.
Dieser Tee macht Appetit. Gibt es auch etwas zu essen? Anspruchsvoll wie immer. Warum servierst du ihm nicht gleich etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Komm zu mir rüber und nimm dieses Essen. Du kannst sprinten, wenn du Speisen servierst. Verwende linke Shift, um dich schnell zu bewegen. Okay. Hallo. Du hast das Paket letzte Woche verschickt, meinst du? Was um aller Welt? Ich werde nachsehen. Kobra hat das Essen nicht einmal angerührt. Er ist immer so leicht abzulenken. Jupp. Das Essen, wir können es nicht erneuern. Also müssen wir es wegwerfen. What? Das ist doch so eine Verschwendung. Es ist einfach wegzuwerfen. Bei Banjo-Soße servieren wir nie dasselbe Essen zweimal. Okay, verstehe. Es geht stark los. Ich habe schon länger nicht mehr direkt für Gäste gekocht. Bin etwas nervös. Jupp. Aber ich denke mal, das Kochen im Sushi-Restaurant, das machen wir dann demnächst. Bis denn, sag ich mal. Ciao, ciao.